Auf dem Weg zum Friseur, beziehungsweise sitze in meinem Auto vorm Friseur und werde da jetzt gleich reingehen, weil irgendwie ist da schon wieder Sonne matte geworden. Ich weiß überhaupt nicht, wie das immer so schnell gehen kann. Ne? Im einen Moment warst du beim Friseur und im nächsten siehst du aus wie ein zerruftes Huhn. Dass da irgendwie 6 Monate dazwischen liegen, das verdränge ich dann immer irgendwie. Also es kommt definitiv ein Stück ab und mir ist auch ein bisschen nach neuer Farbe. Also ich habe ja immer da irgendeinen Braunton, was weiß ich nicht, Haselnuss 003 oder keine Ahnung, wie der heißt. Mir wäre nach etwas anderem. Mal sehen, was der Raimund, mein Friseur, so für mich auf Lager hat. Und ja, dann gehen wir da jetzt mal hin und sitzen uns die nächsten 3 Stunden im Popo platt. Und jetzt warte ich darauf, was der große Meister sagt und meine Haare vielleicht halt fangen. Wer weiß, ich lasse euch gleich teilhaben am Ergebnis. So, also wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir Kupfer in meine Haare machen. Wir lassen den Ansatz so wie er ist, mit braunen Tönen ein bisschen nach. Und dann machen wir Kupfer rein und gucken mal, wie das wird. Wenn es gut wird, dann machen wir es beim nächsten Mal mehr rot. Irgendwie muss da heute auf meinem Kopf was passieren. Ich brauche Eindruck. Also seid gespannt, genau wie ich. Und das wird dann rot, ja? Ja, das ist jetzt die ganz normale Ansatzfarbe, aber das okay. Ist Kupfergold, ne? Ach, da. Ja, das sieht schon ein bisschen, ja. Wird schon gut gehen. Ja. Ich habe keine Angst. Nein, habe ich nicht. Nein, keine Angst. Hier unter diesem, wie heißt das, Ozolophon, Heißluft, was weiß ich, Gedönse und werde mir jetzt hier Zeitschriften reinziehen und warten, bis die Farbe eingetrocknet ist, nicht eingetrocknet, eingezogen. So, wir liegen in den letzten Zügen, ich sitze hier noch unter dem Gerät, ich weiß jetzt auch, was heißt, es nennt sich Klimazon. Und dann bin ich nach 3 Stunden endlich fertig. Ich bin auch fertig mit der Welt schon, das kann ich euch sagen. Aber naja, wir schauen dann gleich mal, wie es geworden ist. Ich bin gespannt. Ha, ich hab's geschafft. 3 Stunden. Neue Farbe, neuer Schnitt. Ich find's sehr, sehr geil. Sehr wuschelig, sehr durcheinander, sehr anders. Die Farbe wird jetzt wohl noch ein bisschen kräftiger, weil die sich noch ein bisschen rauswäscht. Irgendwie so Miracle-Tönung oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, so sehen die Haare aus. Ihr werdet ja jetzt in den nächsten Videos sehen, wie sich das verändert hat. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal und bis dann. Und ciao, ciao und auf Wiedersehen, eure Coco.